Also Solidarität heißt ja, dass man einfach in der Gesellschaft die unterschiedlichen Personen, Menschengruppen auch wahrnimmt. Wir haben ja auch gerade jetzt, haben wir auch heute jetzt und gestern auch nochmal diskutiert, gerade im transatlantischen Dialog zwischen Amerika und Europa oder jetzt auch hier in Deutschland, gibt es große Schnitte zwischen den Menschen, die halt eben beteiligt sind und die halt eben am Rande der Gesellschaft stehen. Die Schere geht weiter auseinander und das haben wir jetzt auch gerade bei diesem Dialogprozess jetzt auch gemerkt, dass das die gleichen Fragen sind, die sowohl in Amerika wie auch hier in Deutschland oder in Europa auch bestehen. Wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um, die halt eben jetzt nicht die Beteiligung haben, die nicht sozusagen in der Gesellschaft mittendrin sind und alle Möglichkeiten haben? Und genau diese Fragen sind, glaube ich, wichtig in der Frage, wie kann eine Gesellschaft eigentlich zusammengehalten werden? Was ist der Kitt, der eigentlich diese Menschen zusammenhält? Naja, die Grundprinzipien der katholischen Soziallehre, die ja mit den Begriffen Solidarität, Subsidiarität, also anderen Menschen zu helfen, dass sie sich selbst helfen können, die Personalität, dass egal in welchen Kontexten Menschen sind, sie wichtig sind, dass sie Personen sind und damit eben auch wertvoll sind und das Gemeinwohl, das heißt also, was ist das, was uns allen wohl tut? Diese Fragen, die die katholische Soziallehre bringt, ist sowohl in Amerika wie auch in Deutschland immer noch ein Leitfaden, an dem man sich orientieren muss in der Frage, wie kann eine Gesellschaft in der Zukunft zusammenhalten?